Hallo zusammen! Heute sprechen wir mal zusammen über ein Thema. Ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen und ihr schreibt mal ein wenig in den Kommentaren, was so eure persönliche Meinung dazu ist. Das Thema, das habt ihr ja schon am Titel gesehen, es geht darum, können die Eltern quasi die besten Freunde sein? Eine Abstimmung im Internet hat ergeben, dass 72% der Jugendlichen sagen, nein, eine Mutter sollte eine Mutter bleiben und 28% haben gesagt, nein, eine Mutter sollte auch eine beste Freundin sein. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung ist, wie hättet ihr abgestimmt und sehr interessant wäre natürlich auch eine Begründung zu erfahren. Natürlich ist es wissenschaftlich mal wieder belegt, dass je jünger die Kinder natürlich sind, desto toller sind die Eltern und irgendwann so, ne, Pubertät, da lässt das so ein bisschen nach und dann träumt man nur davon auszuziehen und unabhängig zu sein und die Eltern gehen einem eh nur auf den Zeiger und nimmt man nicht ernst, dann möchte man nicht groß mit denen was zu tun haben, geschweige denn in die Disco gehen oder shoppen zusammen. Das ist so die Regel. Hey Mom, wir haben alles. Ihr habt die Sachen noch nicht anprobiert. Und du hast auch keine Hausaufgaben zu machen und du kriegst auch nicht ganz plötzlich Magenkrämpfe. Woher weißt du das wie? Bitte, was glaubst du denn, wer vor dir steht? Und jetzt los, probiert die Sachen an. Natürlich gibt es auch wie immer Ausnahmen, dass man auch in der Pubertät sehr eng mit seiner Mutter oder seinem Vater ist und dass man über alles spricht und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, meine Mutter oder mein Vater sind mein bester Freund. Aber auch da sagen Experten, dass das gar nicht möglich ist, dass Eltern nie auf Augenhöhe der Kinder sind, sondern immer halt auch schon mehr Lebenserfahrung haben, dass sie die starke Schulter sind. Eltern sind eben nicht der beste Freund. Ja? Rory, ich mache mir Sorgen um dich. Willst du nicht mit mir reden? Ich will jetzt nicht daran denken. Ich kann jetzt nicht daran denken. Das verstehe ich. Hör zu. Ich kenne solchen Liebeskummer sehr gut. Das ist wirklich hart. Und zwar für jeden. Darf ich dir also einen kleinen Rat geben? Okay. In der besten Freundin, da ist man meistens so im gleichen Alter und macht ganz andere Erfahrungen. Man macht Erfahrungen mit der besten Freundin zusammen, hat einen gemeinsamen Freundeskreis, geht vielleicht in diese gleiche Schule. Das ist also ein ganz anderes Umfeld und das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit der Beziehung zu den Eltern. Die Frage an euch. Haltet ihr es für möglich, dass die Mutter die beste Freundin sein kann? Oder wie, findet ihr das überhaupt bedenklich, erstrebenswert? Das wäre mal sehr interessant. Es gibt tatsächlich sogar eine Studie, die besagt, dass Frauen zwischen 25 und 40 sogar sehr wohl ihre eigene Mutter als beste Freundin bezeichnen. Denn wenn man erstmal in dieses Alter kommt, da erinnert man sich dann doch sehr gerne, dass man eine tolle Mami hat und dass man gerne mit der über bestimmte Probleme spricht. Nicht unbedingt das Sexualleben, aber andere Probleme. Ja? Man nähert sich dann doch wieder sehr stark an die Mutter. Oder manche benutzen sogar die gleiche Kosmetik, dasselbe Parfum wie die Mutter. Man wird sich immer ähnlicher. Weißt du, was nicht stimmt? Die Couch steht an der falschen Stelle. Da. Sekunde, ich habe eine Idee. Schätzchen? Also sollen wir die Couch woanders hinstellen? So. Na, dann schicken wir mal los. Ist das gut? Warte. Wunderbar. Oh, ja. Oh, na bitte, guck dir das an. Es ist großartig, es macht ein den Raum viel größer. Wie Tag und Nacht. Ja, es ist wirklich, wirklich gut. Das sind alles Sachen, die dann passieren, wenn man da schon natürlich viel älter ist. Also zwischen 25 und 40, wie gesagt. Vielleicht seid ihr auch in dem Alter. Könnt ihr das bestätigen? Ja, seid ihr mit euren Eltern wieder sehr viel enger, als ihr schon älter geworden seid? Also uns würde das sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf diese Diskussion und bis zum nächsten Mal.